Moin Sam, eine neue Runde Satisfactory. Ja, ich bin gerade ziemlich angepisst. Ich tu mal die Waffe hier wegmachen. Achso, da habe ich das Waffending noch in der Hand. Warte mal, Festplatte können wir auch mal schauen. Ich nehme mal hier. So, Kaffee. Ist nämlich Sonntag. Ziemlich angepisst. Ich habe gestern Abend am Samstag nochmal den Mod-Spielstand geladen. Funktioniert soweit auch alles. Und den habe ich jetzt hier noch nicht geladen, denn da muss ich eine Änderung vornehmen an dem Mod-Spielstand. Und ich sage ja auch was, ich war also hier in diesem Mod-Spielstand, also nicht in dem, wir machen gleich da oben weiter, ich muss nämlich noch Sprit aufladen, war hier in dem Mod-Spielstand und ich glaube, mir ist das schon im letzten Video vom Mod-Spielstand unbewusst aufgefallen. Und zwar, wenn ihr mal da hinten hingeht, das ist ja hier der, da ist eine Tür drin, das ist der ohne Mod. Das habe ich ja auch hier reingemacht, weil wir es im Mod-Spielstand auch so hatten. Ne? So, da ist jetzt hier die Tür, damit kann man da hochgehen. Der Baum kommt immer übrigens nach einem Patch. So, ich gestern also den Mod-Spielstand geladen, wollte nochmals gucken, wie weit wir mit dem Lift sind und sehe, die Tür ist nicht da. Ich bin also da auch gestartet, da ist die Tür nicht da. Ne? Denke, was ist denn hier los? Gehe hier hin, gucke hier. Keine Gangway da, kein nichts. Ansonsten alles eigentlich auf den ersten Blick, wie sollte. Und ich bin der Meinung, dass mir das letzte Mal schon aufgefallen, dass da die Tür nicht da ist. Ich habe es noch nicht nur nachkontrolliert. So, das nicht da. Alle Änderungen, die in dem Watchspielstand da oben gemacht worden sind, sind nicht da. Der Gummiausbau da hinten am Ölfeld, was ich ja gemacht habe, nicht da. Der zweite, ich habe einen zweiten gehabt zum Testen von diesem, Refine Power, oder wie das Ding heißt, mit was wir da hingesagt haben, da sind ja zwei von diesen Energiedingern nicht da. Denke ich, nanu. Ich weiß zwar nicht die genaue Spielzeit mehr, ich weiß, dass der Mod-Spielstand knapp unter 500 Stunden Spielzeit hatte, das kann man ja immer sehen. Wenn man, gehen wir mal hier, da hingeht, ne, da sieht man das ja. Hier, das ist den wir gerade haben, da. Jetzt guckt man da hin, 433 Stunden. Der hatte knapp unter 500. Und da ist mir das auch aufgefallen, dass viele Sachen nicht mehr da sind. Im Mod-Spielstand hatte ich hier oben, hier in dem nicht. Eine zusätzliche Kabelproduktion, weil die Kabel viel zu wenig sind. Die ist komplett weg. Also wenn man jetzt mal annimmt, knapp unter 500, ich weiß, es war vielleicht 490 und jetzt sind es 433. Na, machen wir mal 60 Stunden. Fehlen im Mod-Spielstand aktuell 60 Stunden, wo jetzt mal Sprit, die weg sind. Das Save-Game hat sich nicht synchronisiert. Also es ist ja so, man wird ja, hoch, nein, hau ab. Man wird ja gefragt, wenn man Experimente und Early Access spielt, dass wenn man sich einloggt, der Cloud-Speicher, der macht ja Cloud-Speicher, nicht synchron ist. Das heißt, wenn man die Mod-Spielstand spielt und geht dann auf die Experimental, sagt die Experimental, hör mal zu, da ist ein neueres Fall als das, was ich lokal gespeichert habe. Das machen die jedes Mal. Allerdings das Datum hat sich auch nicht geändert. So, ich habe keine Ahnung, wo die 60 Stunden, die 60 Spielstunden, die muss ich wieder aufholen. Das nützt, ja nicht, das nützt euch ja nichts, wenn ich euch hier irgendwelche Videos zeige, was wir schon gemacht haben. Ich mache das Wichtigste im Off, und zwar die Gummiproduktion wieder. Ja, und muss mal gucken, ich muss ja mal das letzte Video vom Mod-Spiel schon angucken, was wir da gemacht haben. Also deswegen gibt es jetzt aktuell kein Mod-Video, ne, weil die funktionieren eigentlich so gut wie alle. Das Einzige, was ich nicht geguckt habe, ist da hinten bei Purex-Mod. Die Purex-Mod, die geht nicht. Das war aber schon mit dem Update so. Also mit dem Patch. Ja, nachdem der 3.5, nenne ich jetzt mal, gekommen ist, das war dann schon, die geht ja nicht. Ne? Die Maschinen, die wir aus dem Nicht-Mod-Spielstand haben, die sind da drin. Die ganzen Rezepte sind halt nicht drin. Ne? Und alles das, was wir mit Mods gemacht haben, da hinten ist nicht weg. Was geht, ist More Factory. Der Bau ist also hier, alles da. Fixit Network, ich habe auch die Anzeigen, alles da. Fehlen halt nur geschmeidige. Jetzt hätte ich eigentlich durch die Tube gehen können, ich Idiot, aber egal. Es fehlen halt geschmeidige rund 60 Spielstunden, die sind weg. Keine Ahnung, wo die hin sind. Ja, man sollte vielleicht öfters unterschiedliche Spielstände
abspeichern, nicht nur einen und die Autosaves. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich, sag ich jetzt mal. Das ist nämlich ziemlich viel. Ich habe im Off gestern schon diese Gangway hier gemacht und so ein Kram. Mir ist das nämlich auch aufgefallen, dass da oben, obwohl der Spielname ist ja derselbe, ne? Das Ding habe ich schon so genannt, Patch 3.5 im Mod-Spielstand. Ne? Das Ding ist ja schon mal, um die Mods zu testen. Das heißt, der ist schon mal geöffnet worden nach dem 3.5-Patch in der Early Access. Und da ist mir aufgefallen, das Jump-Pad hier ist das alte im Mod-Spielstand. Das ist das neue. Hat ja auch ein anderes Ding. Ne? Im Mod-Spielstand ist es das alte. Ja. Obwohl er denselben, schon den neuen Namen hat, fehlen die Stunden. So. Hier haben wir das letzte Mal gebaut. Hier sind alle vier Materialien. Das ist, warte mal, wir können mal hier, was habe ich denn da? Habe ich das Glasding da dran gemacht? Mal gucken, wie ich das hier mache. Ich will das aber nicht so. Das Ding hat so einen Steg. Ne? Das Ding hat so einen Steg. Oh, habe ich, warte mal, habe ich. Ah, da brauchen wir nur. Das ist ja das, was ich letztes Mal gesagt habe. Wieso brauche ich denn für so ein Glasding nur Zement? Ja. Man sieht das aber nicht. Warte mal. Wie hoch ist, wie krumm ist denn das jetzt? Ist es ja so. Kann ich hier irgendwo höher stehen? Warte mal. Der macht es nämlich immer unterschiedlich. Pass mal auf. Da ist das so ein Ding. Hier. So, 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 so. Wenn ich den jetzt so mache. Wo dran? Ist das wieder so? Warte mal, ich teste das mal. Wenn ich den jetzt. Jetzt ist er links. Ja. Obwohl, wir können es auch so lassen. Ne, mit so einem Querbalken. Sieht stabiler aus, ne? Müssen wir nur drauf achten. Mach's mal. Das müsste eigentlich funktionieren. Solange dieses Dings, ihr seht es ja, links ist ein bisschen irgendwie undurchsichtig, rechts. Oh, machen wir das mal hier schnell hin. Ja, ne? Wenn ihr jetzt überlegt, ich tue ja jetzt hier Blech verarbeiten und Glas. Normalerweise, was hat da drin Zement zu suchen, ne? Müsste jetzt Blech und Glas sein und Glas mit einem eigenen Rezept. Aber mich fragt ja keiner. Das Thema hatten wir ja schon das letzte Mal. So, hier. Wir gehen hier. Jetzt ist der so. Aber jetzt müssen wir das so machen. Pass auf. Guck, da ist nämlich der Steg jetzt hier in der Mitte so gerade. Die Stegsituation. Quentin Tarantino. So, pass auf. Ja, sonntags. Und ihr so? Mein nächster Arbeitstag ist erst am Donnerstag. Ich habe frei bis dahin. So, aber nicht. Ja, genau. Erst am Donnerstag. Zu viele Überstunden. So, jetzt gehen wir mal hier hin. Da ist jetzt zu. Hier, also die Leiter ist jetzt leider nur provisorisch. Nee, die ist ja nur provisorisch. Gehen wir mal hier hoch. So. Flupp. Das haben wir letztes Mal gemacht. Das ist leider dieses Ding da unten. Das ist so eine Sache, ne? Gefällt mir jetzt eigentlich. Dann haben wir noch das Problem. Ach nee, wir kriegen das da ja hin. So, jetzt bauen wir das Ding hier mal. Der lagert schön ein. Der braucht, das Ding braucht ja unheimlich viel Kabel. Da ist sogar noch 25 drin. Gut, das wird einmal im Kreis geschickt. Wie viel macht der? Der macht 50 pro. 100, 2, 3, 400, 4, 8, 12, 1200. Das ist natürlich nicht die Hölle. Aber das können wir ja vergrößern. Das heißt, wir haben jetzt hier erstmal, wie habe ich das gemacht? Der muss in die Mitte. Hoffentlich ist das bei allen von den Dingern so. Das ist ein Einser, ne? Ja. Ja. Sehr schön. Geilomat. Der muss aber zwei breit sein. So. 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 Ja, kriegen wir aber nicht so hin. Warte mal, dann müssen wir das so machen. Und so. Ja, hier ist aber jetzt, warte mal, das ist nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Zeig mal her. Oder? Ich glaube, oder doch. Geh her. Komm mal her. Du, komm mal her. Nee, ich habe jetzt nicht genug. Ach, 76 von diesen Stangen. Ich habe in dem Modspiel zum Test, wo mir das gestern aufgefallen ist, eine Stufe von diesem. Da ist er. Na?
Milestone 100 Mod weiter freigeschaltet. Die ist noch nicht so wichtig, deswegen mache ich das im Off. Die wollte 20.000 von den Stangen haben. Ja, so viel dazu. Das Ding erstmal sowieso umdrehen und weiter nach vorne. Ja, das ist natürlich jetzt... Snappt das Ding natürlich kacke. Komm mal her, bist du richtig? Der ist nicht in der Mitte. Das ist das, was ich gemeint habe. Der ist in der Mitte. Wenn man den nochmal einen vorziehen, dass man. Jetzt kann man das natürlich, also sieht man das so blöd. Hier müsste aber einer. Guck mal hier, der peilt das so schön. Na. Warte mal, was ist denn, wenn ich da nochmal einen wegmache? Warte mal. Mach mal den weg. Und mach mal den weg. Das ist der, der in der Mitte steht. An den muss das Ding snappen. Da ist es. Verkehrt rum. Aber so soll es eigentlich gehen. Oder wehe, du snappst jetzt nicht richtig rum. So, da ist es. Jetzt drehen wir den. Zeig mal her. Und jetzt gucken wir mal schnell, dass das hier hinten rumpasst. Jupp. Das ist sogar eins weiter vorne, wenn mich nicht alles täuscht. Der steht weiter hinten. Definitiv. Aber naja. Okay, warte mal, dann müssen wir hier. Ja. Geil. Ja, das ist natürlich jetzt. Ne? Der muss an den hier. Der steht nicht in der Mitte. Der muss an diese Foundation snappen. Mach den mal weg. Hier an die. Die, die da ist. Dann machen wir mal die weg. Ich muss mal gucken, kriege ich den jetzt da hin? Das Ding ist hier in der Mitte. Ich meine, da hat er ja die Linie, ne? Hoch. Da. Da ist er. Ach so, Entschuldigung. Du musst weg. Und du musst weg. So. Und du jetzt nochmal. Das Ding ist doch in der Mitte. Sonst hätte er ja nicht. Was ist denn das hier wieder für ein Mist? Lass mich mal hier nur gucken. So. Na, da ist er nämlich nicht. Der muss nach rechts. Der Snap. Was holt er sich denn da für eine verschissene Linie? Du musst nach rechts. Ich versuch's jetzt hier nochmal. Warte mal. Geh jetzt auf das Ding hier. So. Da musst du hin. Hier. Machen wir so. So muss der sein. Komm ich da hinten rum? Jupp, definitiv. Ja. Eben hab ich's. Und jetzt müssen die. Das ist aber zu wenig Platz. Mist. Müssen wir vielleicht doch so machen. Dass die Dinger da im Kreis sind. Nein. Ja, jetzt snappt der da Mist, ne? So. Der gehört hinten. Der kommt so. Jetzt will ich, dass der an den da snappt, dass der mehr schräg steht.
dass man die Dinger auch nicht. Das wäre ja mal eine. Wo geht denn das in welchem Spiel, dass man die Dinger hier im ganz, ganz geringen Gradzahl. Weißt du, das wäre ja hier stark jetzt, wenn man die so drehen könnte. Tust du mir den Gefallen? Ja, er macht es auf jeden Fall ein bisschen besser. Er macht mir den Gefallen. Geht aber wieder mal verkehrt rum. So, da bin ich. Irgendwie, ja, das ist halt mit diesem Rundbauen, ne? Kriegst du nicht irgendwie so, das steht perfekt, das Ding, das weniger. Ja, jetzt ist er hier. Was ist denn eigentlich das Material, was da reinkommt? Ach, die Dinger sind das. Hier hat er wieder nicht gesnappt, guck mal. Der geht zwar da hoch, aber. das war jetzt. Eins, zwei. Drei. Da ist die Tür. Na gut, die können wir da hin machen. Das mache ich jetzt gerade mal für jeden. Moment, bitte. Eine Stunde später. So, angekommen beim letzten. Dann machen wir das noch da schnell dran. Also es geht nicht immer, was das. Was ist denn das eigentlich für ein Band? Du bist ein Einserband. Wir brauchen auch hier nur einen Einserlift. Es geht nicht immer definitiv mit diesem Rundbau. Ja. Kriegst du hier das dran? Bei den anderen habe ich jetzt ein Fünferband. Das ist ein Fünferband. So, da funktioniert es wieder einigermaßen. Bei den anderen jetzt, ja, das müssen wir mal gucken. Nee. Ob ich das noch irgendwie anders hinkrieg. Das ist ein Einserband. Du kriegst hier auch ein Einserband rein. Da kommt hier diese komischen Dinger. Habe ich vergessen den Namen. Hier, wenn die irgendwo waren, ja mal kurz falsche auf dem Band. Die fische ich dann. Das mal nochmal neu hier, das sieht ja beschissen aus. Die fische ich dann aus den Containern raus, das ist nicht das Problem. Oh. Also, passt das? Ja, jetzt sieht das auch besser aus. So, ich muss gerade gucken, habe ich hier hinten, das muss noch verbinden. Mit dem Einserband. Das ist schon, okay, das braucht da nicht mehr. Das rauscht da lang. Ich glaube, bei dem habe ich es noch nicht gemacht. Jupp. So, du kommst da rein. Da sind sie. So, dann haben wir das soweit. Das passt, das passt, das passt. Mal gucken, da ist jetzt offen. Lasse ich vielleicht so oder halt auch nicht. Muss ich gucken oder ich mache die da nochmal weg und schaue mir das dann nochmal an, wie das da funktioniert. Auf jeden Fall haben wir den Kram jetzt da dran. Hier ist die Tür. Ja. Da muss ich selbst nochmal gucken. Ach Quatsch, ich komme wieder. Ich bin immer hier unten und dabei komme ich ja hier oben. So, das haben wir soweit. Dann ist der angeschlossen. Hier kommt nur dieses Kristallzeugs. Das sollte ja irgendwann mal. Warum bist du da eigentlich? Du bist der Rest vom Schützenfest, ne? Ja. Ja, komm. Du kannst mal weg. So, das sollte ja irgendwann mal ein Zug werden. Das kommt von ganz da hinten. So, ich will jetzt noch mal kurz was anderes gucken. Jetzt haben wir noch eine Leitersituation. Das müssen wir, warte mal, wo muss ich rein? Achso, ja, genau. Ich will mal schauen, wie was aussieht. Also, das ist jetzt, nervt mich, dass ich mich jetzt hier stundenlang dann da noch hinsetzen kann und kann. Ja. Kann den Mod-Spielstand wieder in Ordnung bringen. Zumindest mache ich die Gummiproduktion. Und dann muss ich nochmal, gucke ich mein altes Video an. Was sich dann da wirklich getan hat. Oder was da geändert wurde. So, ich will hier rein. Da will ich rein. Dann gehen wir hier durch. Da lang. Ich will was ausprobieren. Wie da was aussieht. Ach, das da oben. Warte mal. So, ist das Organisation Leiter. Ich will mal gucken, was. Zack. Zack. Die ist ja auch mit dem Sicherheitsmaterial angemalt. Also hier diese Dinger da. Wir mal was gucken. Das ist, glaube ich, eins zu weit hinten, ne? Nee, ist es nicht. Was zum Glück kann man die ziehen. Nur mal gucken.
Wenn ich das so mache. Das ist ja gefährlich hier. Das ist eine gefährliche Situation, ne? Ah, Auto-Safe. Ja, machen wir ja nicht nur den Spielschirm wieder kaputt. Ist ja eine gefährliche Situation. Das kann man hier absperren. Na, jetzt speichert er gerade. Sekunde. So, warte mal. Das machen wir jetzt gerade nochmal. So. Ja, einer muss noch. Lass mal gucken. Ja, ich meine, ja, okay, ist jetzt nicht so die Welt, ne? Also, wenn man das natürlich da auch macht. Könntest natürlich auch einfach da oben zumachen, Kaffeetasse in die Hand. Könntest natürlich auch einfach da oben zumachen, das geht ja mit der einen Foundation, die keine Kollisionsabfrage hat, dass die. Muss ich aber von oben machen, damit das was aussieht. Ja, muss man mal gucken. Das schaue ich mir nochmal an. Ich kümmere mich jetzt um den Mod-Spielstand. Bedanke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.